Ich heiße Nina Hartmann, bin Jahrgang 1973 und ich leide seit ungefähr 18 Jahren an unspezifischen Rückenschmerzen. Leider konnte mir bis jetzt noch kein Arzt sagen, woran es liegt. Ich war ja in der Zwischenzeit bei sehr, sehr vielen Ärzten, Orthopäden, weiß nicht, wie oft ich geröntgt wurde. Ja, es war halt immer wieder nur, ist das alles in Ordnung? Es muss entweder psychisch sein, es muss Stress sein, zu wenig Bewegung. Ich hatte ja jedes Mal die Hoffnung, dass neuer Arzt, neuer Orthopäde was findet. Ich war sogar in einer Diagnostikklinik. Man weiß einfach nicht, woher es kommt. Das sind unspezifische Schmerzen, die kann man halt mit der ein oder anderen Schmerztablette in den Griff kriegen. Aber es tötet halt nur die Schmerzen, es tötet halt leider nicht die Ursache, was mir halt sehr wichtig gewesen wäre. Jeder Mensch findet seinen eigenen Umgang mit der Krankheit. Dieser Film ist ein persönlicher Erfahrungsbericht und stellt keine Empfehlung dar. Und dann habe ich mir halt irgendwann mal gesagt, diese Schmerzen sollen mich nicht beherrschen und ich werde einfach anders denken oder mein Leben einfach anders gestalten, damit mich diese Schmerzen eben nicht beherrschen. Manchmal stehe ich morgens auf und ich habe diese Schmerzen. Manchmal kommen die erst im Laufe des Tages. Also im Sommer habe ich diese Schmerzen nicht so oft, weil die Wärme tut mir eigentlich ganz gut. Im Winter oder gerade wenn so Wetterwechsel ist, dann kann es schon mal sein, dass ich da auch eine ganze Woche flach liege. Und dann versuche ich auch jeden Abend in die Badewanne zu steigen. Dann versuche ich, mir immer eine heiße Wärmflasche auf den Rücken zu legen und ein Glas Rotwein zu trinken, zu entspannen. Ich sitze sehr oft mit dem Rücken an der Heizung. Also das sind so Sachen, die mir dann helfen, weil ich es ja auch vermeide, Schmerzmittel zu nehmen. Also wenn ich merke, dass ich wieder Schmerzen bekomme, hilft auch Laufen, Treppensteigen. Da helfen Stretching-Übungen, sich einfach mal strecken und dehnen und natürlich auch zwei, dreimal die Woche joggen gehen. Ich arbeite halt sehr, sehr viel am Computer, am Schreibtisch, muss halt sehr viel sitzen während der Arbeit. Ich stehe sehr oft zwischendurch auf, ich mache ein paar Dehnungsübungen, ich laufe mal im Zimmer herum bei der Arbeit. Wenn ich da mal 5 Minuten mir nehme, das hilft mir schon sehr viel. Ich versuche mich einfach von diesen Schmerzen, die ja nun mal da sind, mit schönen Dingen abzulenken. Ich reise sehr viel, dadurch sammle ich einfach auch sehr viele schöne neue Eindrücke. Ich gehe gerne in Restaurants, ich gehe sehr, sehr gerne durch Museen, durch viele unterschiedliche Museen. Ich bin auch sehr vielseitig interessiert. Ich belohne mich einfach mit schönen Dingen. Die lenken mich dann auch von den Schmerzen ab. Und ich bin dadurch einfach auch ein sehr optimistischer Mensch geworden, dadurch, dass ich mich einfach auf die positiven Sachen im Leben konzentriere. Wir bedanken uns für diesen sehr persönlichen Einblick. Mehr Informationen gibt es auf dem Gesundheitsportal der Stiftung Gesundheitswissen. Wissen ist gesund.